Zeuge Hermann Weihrauch, Deutschland, Monteur, 58 Jahre alt, 27. Verhandlungstag, 16.03.1964. Einverstanden, jawohl. So. Herr Weihrauch, Sie heißen mit Vornamen Hermann. Wie alt sind Sie? 58 Jahre. 58 Jahre alt, sind Sie verheiratet? Nein, geschieden. Geschieden, Sie sind von Beruf? Monteur. Monteur, Sie wohnen? In Berlin, Wolliner Straße 34. Wie heißt die Straße? Wolliner. Wolliner Straße. Wolliner Straße 34. Und Sie sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit einem dieser Angeklagten Nein. hier? Herr Weihrauch, Sie sind in das KZ Auschwitz gekommen, und zwar aus politischen Gründen. Jawohl. Sie hatten mit dem Kreisleiter der NSDAP irgendeine Auseinandersetzung und sind dann bestraft worden zu 4 Jahren Gefängnis. Zuchthaus. Zuchthaus sogar. Jawohl. Warum? Mit welcher Begründung? Wegen Zersetzung der Wehrkraft oder wie war das? Nein, das ist, wie sagt man, wegen der Uniform und alles, weil ich eine Schlägerei war mit ihm, nicht? Aha. Und was hat denn nun im Urteil drin gestanden, was der Grund Ihrer Bestrafung gewesen ist? Körperverletzung oder? Körperverletzung und dann wegen der Uniform, nicht wahr? Also Verächtliche Machung der Uniform? Oder? Verächtliche Machung der Uniform und des Hoheitsabzeichen und so weiter. Na, also das ist nicht, das war damals nur mit Haft zu bestrafen und nicht mit Zuchthaus. Sie haben bei Ihrer Vernehmung im Übrigen am 23.07.1959 gesagt, Sie wären mit Gefängnis bestraft worden. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Nein. Nun, Sie sind jedenfalls 39. Bis 39 teilweise haben Sie in Ratibor verbüßt. Jawohl. Und kamen dann nach Sachsenhausen. Sachsenhausen. Hier blieben Sie bis zum Sommer 40. Jawohl. Und wurden dann nach Auschwitz verwiesen. Jawohl. Ja, dort hatten Sie welche Häftlingsnummer? 3115. 3215, so. 3215. Nun ja, wie Sie hinkamen, war das Lager erst im Aufbau. Stimmt's? Jawohl. Und die Verpflegung war anfänglich sicher sehr schlecht. Ja. Und nachher haben sich für Sie die Verhältnisse etwas gebessert. Jawohl. Ja. Was wurden Sie denn oder wie wurden Sie denn dort eingeteilt nachher? In Auschwitz? Ja. Zur Glaserei. Und zwar als Oberkapo? Nein, erst als Kapo. Erst als Kapo? Jawohl. Nun sagen Sie mal, Kapo heißt doch KZ-Polizei oder? Nein. Nein, so, wie heißt das? So gut wie Vorarbeiter. Ja, so gut wie Vorarbeiter. Und woher kommt die Bezeichnung? Das ist von Bayern. Von Bayern? Aus dem Italienischen. Ah, so ist das. Ich habe immer gedacht, das ist KZ-Polizei. Also, da waren Sie zunächst Kapo und dann waren Sie Oberkapo. Jawohl. In der Glaserei und Malerei. Ja. Sie sind Monteur von Beruf. Jawohl. Also haben Sie vermutlich weder Glaser noch Maler gelernt. Nein. Ja. Aber trotzdem waren Sie dort Vorarbeiter und Jawohl. Zwar in den Werkstätten. Jawohl. Schließlich haben Sie 43 die Aufsicht übernommen in den Werkstätten? Jawohl. Und jetzt, was ist im Juni 44 passiert? Im Juni 44? Ja. Da gehen wir zum Militär. Ja, und erzählen Sie uns mal, wohin Sie da gekommen sind. Nach Russland. Ja, und zu welcher Einheit? Dirlewanger. Dirlewanger, und welche Nummer hatte die denn? 00512. 00512. War das die Feldpostnummer? Oder jawohl. Das war die Feldpostnummer? Feldpostnummer, 00512. 00512, und das war Dirlewanger? Jawohl. Herr Lukas, war das dieselbe Einheit, bei der Sie auch mal gewesen sind? Nein? Nein, war das auch 00500? 00? Nein, einfach 500. Ja, ich frage nämlich deshalb, weil diese Dirlewanger Division oder Brigade, die war ja doch eine Brigade, die
Himmler unterstand und die der SS unterstand. Aber die 500er Bataillone waren doch reine Strafbataillone der Wehrmacht. Nein, ich kann auch von der Waffe auch. Ich kann das Buch mitbringen, ich habe das vorgestern gerade bekommen. Ja, dann bringen Sie das doch mal mit. Also jedenfalls, Sie kamen zu Dirlewanger, 44 im Juni, und sind mit dieser Einheit noch nach Osten gegangen, gell? Jawohl. Sind aber dann nachher geflüchtet und kamen nach Berlin. Jawohl. Wurden auch als politischer Flüchtling anerkannt. Jawohl. In Marienfelde war das Notaufnahmeverfahren. Jawohl. Ihre Ehe ist geschieden worden und 1958 haben Sie wieder geheiratet. Jawohl. Sie arbeiten heute? Im Krankentransport. Im Krankentransport? Jawohl. Inzwischen hatten Sie verschiedene Verfahren wegen Betrugs? Jawohl. Und zwar eins mit 7 Monaten und das andere, wie ist das ausgegangen? Mit 9 oder 1 Jahr, ich weiß nicht mehr, ich glaube 1 Jahr war das. 1 Jahr. Nun also, Sie waren in Auschwitz und sind hingekommen, hatte ich gerade festgestellt, im Jahr 1940, ja? 40, jawohl. 40. Wer war denn damals Rapportführer in der Zeit, wo Sie dort waren? Palitsch. Palitsch. Jawohl. War der Palitsch die ganze Zeit dort oder kam noch ein anderer Rapportführer hin? Nein, da waren, die wurden dann abgelöst. Palisch war dort, dann kam Fries war mal eine Zeit lang wohl. Haben Sie auch den Angeklagten Karduk gekannt? Jawohl. Was war denn der? Karduk, soweit wie ich mich erinnern kann, war der Unterscharführer. Ja, und was für eine Tätigkeit hatte er? Der war wohl Blockführer an. Lokführer? Ja. Oder war er auch Rapportführer? Das kann ich nicht genau sagen. Nicht? Das können Sie nicht mehr genau Nein. sagen. Nun, was wissen Sie von Karduk? Also mir hat Karduk persönlich nichts getan. Also an und für sich selbst war mit ihm umzugehen. Nur wenn er eben betrunken war, da war er manchmal sehr schlecht zu den Häftlingen. Schlecht zu den ja. Häftlingen, ja. Was war denn seine Haupttätigkeit oder wo haben Sie ihn am meisten gesehen? Im Lager, wenn wir einrückten. Wenn Sie einrückten? Und ja. Was hat er denn da sich immer vorgenommen gehabt, wenn Sie einrückten? Meistenteils stand er am Tor und hat die Häftlinge abgezählt. Hat die Häftlinge abgefilzt, ob sie etwas mitgebracht hätten? Gezählt. Gezählt, so. Ja. Und sonst noch was? Das war aber sein. Sonst macht er Kontrollgänge, hat er auch im Lager gemacht, in die Blöcke rein und so weiter, nicht? Was hat er in die Blöcke rein gemacht? In den Blocks hat er Kontrolle gemacht. Kontrolle hat er gemacht. Ja. Haben Sie auch mal gesehen, dass der Karduk irgendjemand geschlagen hat? Das war, kam vor beim Ausrücken oder beim Einrücken. Und also warum? Aus welchen Anlässen? Ja, wir mussten ja durchmarschieren. Ja. Das konnten wir nicht feststellen. Das konnten Sie nicht feststellen. Nein. Und wie hat er denn die Leute geschlagen? Hat er sehr heftig geschlagen oder war das nur so eine... Ja, das ist beim Einrücken kann man das nicht so beobachten, nicht, ob er so nur zusammen umgeschmissen hat oder eingeschlagen hat. Das ist ja nur... Wir mussten ja weiter marschieren. Ja, und was ist denn mit den Leuten geworden, die er geschlagen hat? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht? Nein. Sie haben mal ausgesagt, Sie wüssten, dass er wiederholt beim Ein- und Ausrücken des Arbeitskommandos Häftlinge völlig grundlos oder aus nichtigen Anlässen so zusammengeschlagen habe, dass sie ins Lazarett eingeliefert werden mussten. Dass das ins Lazarett kam, das war ja vielfach. Das war vielfach? Ja, ja. Wenn sie zusammengeschlagen wurden, gingen sie meistenteils auch ab. Was heißt, sie gingen ab? Ins Lazarett. Ins Lazarett? Ja. Ja. Ist auch einer dabei totgeschlagen worden? Vom Karduk weiß ich nicht. Ist darüber gesprochen worden, erzählt worden davon? Da kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Ich meine, das wurde viel erzählt. Also ich kann nur sagen, was ich selbst gesehen habe.
Ja, und wie waren denn die Leute? Waren die so zusammengeschlagen, dass man annehmen musste, sie waren nicht mehr arbeitsfähig oder sie konnten nie mehr ihrer Pflicht nachgehen oder wie? Das kam vielfach vor, wir bezeichneten es als Muselmänner. Als Muselmänner? Ja, die waren dann schon so schwach und konnten natürlich im Gleichschritt nicht mehr marschieren. Da kam die ganze Kolonne in Unordnung und dann wurde eben dazwischen geschlagen. Sind Sie auch mal geschlagen worden von Kato? Nein. Nein? Sie haben mal ausgesagt bei Ihrer Vernehmung am 23.07.59, Seite 1596. Ich selbst erhielt einmal im Jahr 1943 von Kaduk persönlich in der Schreibstube 15 Schläge mit einem Ochsenziemer, weil in meinem Kommando Bilder gemalt worden waren. Ja, das stimmt, aber das kann ich jetzt nicht feststellen, ob das Kaduk war oder der Fries. Also das muss ich... Meine Bestrafung war von dem Schutzhaftlagerführer Fritsch angeordnet worden. Jawohl. Und sollte zunächst von dem damaligen Hauptscharführer Franz Hösler durchgeführt werden. Jawohl. Als dieser sich weigerte, erklärte sich Kaduk freiwillig bereit, mich zu prügeln. Ja, es kann Kaduk gewesen sein, es kann auch Fries gewesen sein, das kann ich mir jetzt nicht mehr so genau. Haben Sie in der Zwischenzeit seit Ihrer damaligen Vernehmung mit irgendjemand gesprochen? Über Nein. Ihre Vernehmung? Nein, nichts. Nein? Nein. Sie müssen doch zugeben, dass damals Ihre Aussage ein bisschen anders war wie heute. Nun weiter. Wen kennen Sie denn noch von den Angeklagten hier? Das Boger. Boger? Ja. Und was wissen Sie denn von dem Boger? Boger, der wurde als Bestie von Auschwitz genannt. Als Bestie von Auschwitz. Ja. Bei welcher Abteilung war er denn beschäftigt? Politische Abteilung. Bei der politischen Abteilung. Und warum war er denn, wurde er denn so genannt, die Bestie von Auschwitz? Ja, das wurde allgemein genannt und selbst habe ich zugesehen, wie er bei mir in der Malerei einen Häftling zusammenschlug mit 2-3 Schlägen, der starb abends im Lazarett. Das haben Sie erlebt? Jawohl. Dass der bei Ihnen in der Malerei... In der Malerei. Das habe ich auch zu Protokoll gegeben. Ja, und zwar, womit hat er die denn geschlagen? Mit dem Ellbogen. Mit dem Ellbogen? Ja, er hat mit dem Ellbogen so in die Rippen geknallt, nicht? Der ist rübergekommen ins Lazarett, wir haben ihn gleich rüber geschafft und abends ist er gestorben. Sie hatten ihm noch eine Blutübertragung gegeben, aber es nützte nichts. Aha, was hatte denn der Häftling gemacht? Warum kam denn der Boger dazu, ihn... Der hat nachgesucht wegen Schweinefleisch, wollte gestohlen worden sein aus dem Schlachthof. Der Boger hat nachgesucht? Jawohl. Und? Und ist natürlich nichts gefunden worden. Nichts gefunden worden? Nein. Ja, und hat er da einen Häftling ganz besonders aufgenommen? Ja, das war der im Magazin war. Der im Magazin war? Ja, dort wurde es nämlich gesucht. Im Magazin. Das Magazin... Das war aber nur das Malermagazin. Malermagazin, also jawohl. Das war das Magazin, wo, so stelle ich mir das vor, die Malerwerkzeug und Farben... Farben, und alles drin ist, jawohl. Ja. Und der wurde gesucht? Bitte? Und dieser Häftling wurde gesucht? Ja. Der soll angeblich gestohlen haben? Der sollte das Fleisch geholt haben. Das Schlachthaus war schräg rüber von uns bei den Werkstätten. Ja. Und da hat er ihn mit dem Ellbogen gestoßen... Ja, zusammen. Was war nur die Folge davon? Ja, hat Blut gebrochen, dann haben wir ihn rübergeschafft ins Lazarett und abends dann wurde mir mitgeteilt, dass er gestorben ist. Ja? Mir sagt ein Arzt noch, ein Polnischer, dass sie haben noch Blutübertragung gemacht, aber es hätte nichts mehr genutzt. Ja, sie haben ausgesagt, einige seiner polnischen Kameraden hätten sich als Blutspender zur Verfügung Jawohl. Gestellt, aber er hätte nicht mehr gerettet werden können. Nein. Wissen Sie noch, was der für eine Häftlingsnummer hatte? Die war sehr niedrig. Also es war einer der ältesten Gefangenen, also der ersten Gefangenen in Auschwitz. Sie haben mal gesagt, zwischen 1000 und 2000. Ja, das kann ungefähr... Ungefähr hinkommen. Also das ist eine Schätzung Ihrer Seite. Ja, ja, also das kann ich nicht mehr sagen. Ja. Und welcher Nationalität war denn dieser Mann? Pole. Pole. Und warum er in Auschwitz war, wissen Sie das zufällig? Nein. Das wissen Sie nicht. Nein. Ja. In Werkstätten waren meistenteils nur Polen. In Werkstätten lagen? Ja. Ja, und von wem wissen Sie von dem Boger sonst noch etwas zu berichten?
Also selbst habe ich nichts gesehen. Selbst nicht? Nur durch Erzählungen wurde viel erzählt, nicht wahr? Also das, was ich nicht gesehen habe. Was Sie nicht gesehen haben. Und was wurde Ihnen denn da noch erzählt von dem Burger? Nur, dass kolossal gehaust wurde drüben mit der Schaukel, auf die Schaukel gebunden und geschlagen und so weiter. Nicht? Die Leute auf die Schaukel gebunden wurden, geschlagen wurden. Und auch, dass Leute erschossen haben sollen? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Nein. Das wissen Sie nicht. Ja, kennen Sie auch den Obersturmführer Hofmann? Ja. Was war denn der? Der war Lagerführer. Der war Lagerführer? Ja, nach Fritsch. Wenn ich mich erinnern kann, glaube ich, nach Fritsch war er. Und wie war denn der zu den Leuten? Ja, der prügelte auch ziemlich oft und sehr. Prügelte oft und sehr. Hm. Wissen Sie auch, ob er mal jemand erschossen hat? Das weiß ich nicht. Können Sie sich entsinnen an eine Exekution gegen 15 oder 20 polnische Häftlinge in der Kiesgrube? Ja. Wer war denn da dabei? Fritsch, Obersturmführer Fritsch. Fritsch, Palitsch. Palitsch, ja. Seidler. Seidler war auch dabei, ja. War auch da der Hofmann dabei? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Nein, wir konnten ja nur von oben runter sehen. Oder Boger? Das weiß ich auch nicht. Das wissen Sie auch nicht. Ja. Haben Sie auch mal erlebt, dass Boger Häftlinge ohne jeden Grund bestialisch geprügelt hat? Nein. Nein? Sie haben mal ausgesagt, der SS-Oberscharführer Boger war bei der politischen Abteilung. Er war im ganzen Lager am meisten gefürchtet. Wo Boger hinkam, prügelte er die Häftlinge auf geradezu bestialische Weise. Ich habe selbst gesehen, dass Boger Häftlinge völlig grundlos geschlagen und zusammengeprügelt hat. Und dann haben Sie den einen Vorfall erzählt, den Sie uns eben auch erzählt haben. Ja, ja, ja. Das ist möglich, dass ich auch zugesehen habe, dass er geprügelt hat. Ich weiß aber nicht mehr, dass das... Das können Sie heute nicht mehr heute sagen, nicht mehr. In vollem Umfang. Ja. Nun, noch mal zu Hofmann zurückkommen. Was ihm zur Last gelegt wird, das wissen Sie, also er soll sich da auch beteiligt haben an diesen Dingen. Wissen Sie etwas davon Näheres? Nein. Nein. Wissen Sie etwas über die Selektion an der Rampe? Nein, da haben wir nur gehört. Nur gehört? Ja. Wissen Sie etwas davon, dass Leute mit Phenol getötet worden sind? Also auch durch, nur durch Erzählung. Nur durch Hörensagen. Ja. Haben Sie mal erlebt, dass 6 oder 8 Polen erhängt worden sind? Jawohl. Und zwar gleichzeitig? Jawohl. Was wissen Sie denn darüber noch? Die wurden hinten auf der Birkenallee, wurden die Galgen aufgestellt. Ich, in der Bauleitungswerkstätten musste der Kapo musste sofort die Galgen zurechtzimmern. Nicht? Und die kamen dann rüber in die Birkenallee und dort wurden sie aufgehängt. Abends mussten wir alle antreten. Und da wurden 8 oder 10 Mann. Also wie viel kann ich nicht mehr sagen. War das im Lager 1? Ja, im Stammlager. Ich bin nur im Stammlager gewesen. Und warum wurden die aufgehängt? Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Ob die wegen Flüchtung oder irgendwas, Flucht oder was dabei war, konnte ich nicht mehr sagen. Und wissen Sie, wer die aufgehängt hat? Nein. Nein. Wissen Sie, wer dabei war? War da der Boger auch dabei? Das kann ich nicht mehr sagen. Das wissen Sie nicht. Nein. War der Schutzhaftlagerführer Aumeier dabei? Ja, der war dabei. Der war dabei. Ja. Der hat, glaube ich, auch noch gesprochen. Der hat noch gesprochen? Ja, warum und weswegen, aber ich kann das heute nicht mehr. Ja. Herr, ist von Seiten des Gerichts noch eine Frage? Eine Frage. Ja. Was war denn dieser Vorfall mit dem... Aufhängen. Dieser Vorfall mit dem polnischen Häftling... Den Boger mit dem Ellenbogen. Der das Fleisch gestohlen haben soll. Ja, das kann ich nicht mehr genau sagen. Also es muss 42, nehme ich an. 42? Ja. Kann oder das 43, ja. 43? Ja, also das kann man nicht mehr. Früher haben Sie, glaube ich, mal gesagt 43. Das ist möglich, also das kann ich heute nicht mehr. Na, Moment mal, 43 soll er selbst geschlagen und im Jahr 43 hat er auch gesagt damals, ja. Noch eine Frage? Ja. Die ist geschieden, ja. Ist noch eine Frage, Herr Staatsanwalt? Woher kannten Sie den angeklagten Boger damals im Lager? Haben Sie irgendwann vor diesem Vorfall mit dem polnischen Häftling
mit Boger zu tun gehabt? Nein, ich habe selbst mit ihm nichts zu tun gehabt, aber der lief ja dauernd im Lager rum. Sie waren ja damals, wenn es 1942 oder 1943 war, immerhin 2 oder 3 Jahre im Stammlager. Jawohl, ich bin nur im Stammlager gewesen. Ja. Wissen Sie, ob dieser Vorfall mit dem polnischen Häftling sich ereignet hat nach einer relativ kurzen Zeit, nachdem Sie Boger zum ersten Mal gesehen hatten im Lager, oder war er da schon längere Zeit im Lager? Nein, der war schon längere Zeit im Lager wohl. Aber Sie können heute nicht mehr eine ungefähr Nein, das kann ich nicht mehr. Zeitangabe machen. Denn ich glaube, Boger hat Clausen abgelöst, wenn ich mich nicht irre. Boger hat Clausen abgelöst, ja. In der politischen Abteilung? Ja, also zuerst war Clausen da und dann kam wohl Boger. Und wo kam Clausen hin, als Boger kam? Das weiß ich nicht mehr. Der ist auch noch dort gewesen, aber wo? Kann es sein, dass er dann als Rapportführer dort tätig war? Das ist auch möglich, dass er eine Zeit lang Rapportführer war. Kannten Sie diesen polnischen Häftling, der da zu Tode kam, kannten Sie den gut, schon längere Zeit? Ja, es war ein, wollen wir sagen, ein anständiger Mensch, nicht? Also von einem Häftling aus. War er schon längere Zeit in Ihrem war auch schon längere Zeit. Einer mit der Ersten, ich sag ja, die ist einer wohl bei den Ersten oder Zweiten Transport muss er mitgekommen sein. Wissen also Sie er war schon dort, wo ich hinkam. Ja, und war er dann auch von Anfang an in Ihrem Kommando? Ja, wo ich das Kommando übernahm, war er schon dort. Ja. Haben Sie noch eine ungefähre Vorstellung, in welchem gesundheitlichen und körperlichen Zustand sich dieser Häftling damals befand? War das auch ein Muselmann? Oder Nein. Also in Werkstätten gab es keine Muselmänner. Eben. Nein, das kam gar nicht in Frage, weil da die Werkstatt, die war an für sich, hat jeder schon gesehen, dass er reinkam, weil das im Trocken war und an für sich selbst ein gewisser Schutz war. Liefen die aus im Winter und nichts, war immer im Trocknen. Und Essen wurde dann auch reichlich zugeteilt, weil doch immer das Lager musste im Schuss behalten werden, nicht? Und kam aus der Küche Essen, mal einen Kübel rüber und so weiter. Also die Häftlinge waren alle im Schuss. Das war höchstens mal, wenn irgendwie, dass welche ausgesucht wurden im Lazarett. Und es wurde damit gerechnet, dass eventuell welche zur Vergasung ging, dann kam der Lagerälteste vom Krankenlager und hat mir sie dann mitgegeben in die Werkstätten. Dann wurde sie so mit untergeschoben, vorläufig, dass sie eben nicht vergast wurden. Dieser Vorfall liegt länger als 20 Jahre zurück. Ja. Aber versuchen Sie bitte, sich nochmal zu erinnern, wie das im Einzelnen sich abgespielt hat. Sie waren mit Ihrem Kommando, unter dem sich auch dieser polnische Häftling befand, in dem Magazin. Ja, es war eine große Werkstatt, Malerei, und das Magazin war abgetrennt. Und Boger kam in das Magazin? Ja, Boger kam und ich glaube, es kamen noch 2 mit, wenn ich mich erinnern kann. So ungefähr. Die suchten ja die Werkstätten durch, nicht? Aber es wurde auf die Malerei getippt, ich weiß nicht, entweder ist er drüben gesehen worden, der Häftling, und dann kamen sie rüber, nicht? Kamen die dorthin zunächst nur, um das Magazin zu durchsuchen, oder trafen die sofort nach diesem Häftling mit Nummer oder mit Namen? Nein, die haben erst alles durchgesucht, nicht? Und der war ja nur alleine in dem Lager drin, also im Magazin, nicht? Ja. Und ich war mit drin, und glaube ich, ein anderer Kapo war auch noch mit drin, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, nicht? Und wurde dann dieser Häftling beigeholt? Nein, der war ja drin im Magazin, drin, ja. Hat ihn Boger zu sich gerufen, oder wie ging das? Ja, er kam rein ins Magazin, nicht, und hat nur gefragt, was los ist, er soll das Fleisch rausgeben, also ungefähr war es, also ich kann mich ja gar nicht mehr so genau erinnern jetzt. Aber das weiß ich noch haargenau, dass er ihn zusammenschlug, nicht, und wir haben gleich... Sie sagen, das war so kein Muselmann, sondern ein relativ kräftiger Häftling. Ein kräftiger, untersetzter Häftling. Wie hat Boger zugeschlagen? Ja, das ging so schnell. Also seine Taktik war wohl immer mit Ellbogen schlagen. Das wurde sogar gesagt von jedem anderen auch dort, nicht? Mit kurzen Ruck. Hat da ein Schlag schon genügt? Ich glaube, wenn er richtig getroffen hat, haben wohl sämtliche Rippen eingeschlagen. Ich meine speziell bei diesem Häftling?
Das kann ich nicht. Oder hat er ihn zusammengeschlagen? Nein, das müssen nur 2-3 Schläge gewesen sein, nehme ich an. Und das hat 2 oder 3 Schläge? Ja. Und daraufhin brach der Häftling zusammen? Ja, wir haben ihn weggeschafft, rüber nach dem Krankenbau. Und abends kam dann die Nachricht, nicht? Hat Boger sich noch irgendwie um diesen Häftling gekümmert oder ist er dann einfach weggegangen, als er am Boden war? Ja, bestimmt, dass er weggegangen ist. Also von der politischen Abteilung kam sie ja das öfters durch, nicht? Ja. Und das wurde dann immer schlimmer, wo nachher, wie wir haben im Lager gesagt, nicht wahr, jetzt kommen die 3/4 Deutschen, die wurden dazu mal zugeteilt der politischen Abteilung. Und die waren schlimmer als wie zuerst die Deutschen. War dieses Erlebnis mit Boge, ist das in Ihrer Erinnerung ein ganz einmaliger Vorfall oder war das einer von vielen ähnlichen Vorfällen? Nein, das kann ich wohl sagen, das habe ich nicht vergessen, warum und weswegen. Man hat mit diesen Leuten zusammengearbeitet und es war eben einer aus dem Kommando. Der stand Ihnen näher als ein fremder Häftling? Ja, und die anderen rückten aus, die kannte man ja gar nicht, nicht, aber die im Lager arbeiteten und gerade speziell im Magazin, wo ich doch tagtäglich mit den Leuten zu tun hatte, kannte man doch genau. Danke, ich habe dann keine Fragen. Sie haben davon gesprochen, dass Sie eine Erschießung in der Kiesgrube beobachtet haben. Ja. In welchem Jahr war das? Das ist wohl 42 gewesen. Sie meinen, das ist 42 gewesen? Ja, es kann auch 41, also das kann ich nicht mehr genau sagen. Also das war die erste Erschießung, die ich gesehen habe. Also wir haben sie oben vom Boden, haben wir das nur beobachtet. War diese Erschießung vor dem Vorfall mit dem angeklagten Boger? Ja, ja, ja. Von wo aus haben Sie diese Erschießung beobachtet? Von aus dem ersten Block, aus dem aufgebauten. Ich weiß nicht, welcher Block. Gleich, wenn man zum Tor reinkommt, der erste Block. Zeigen Sie es doch bitte mal an der Karte. Das soll das Stammlager sein. Ja. Gehen Sie mal hin und zeigen Sie es. Wo der schwarze Pfeil ist, ist der Eingang Arbeit macht frei. Ja. Von diesem Block aus haben Sie das gesehen. Und wo war denn die Kiesgrube? Da, wo später die Blockführerstufe gestanden hat? Nein. Über den Weg weg. Ja, danke schön. Können Sie noch eine Darstellung geben, wie diese Erschießung vor sich gegangen ist? Haben Sie dabei insbesondere beobachtet, ob irgendwelche Formalien von Seiten der SS beobachtet worden sind, beispielsweise, dass die SS-Leute, die geschossen haben, im Stahlhelm anmarschiert sind oder dergleichen? Das kann ich nicht mehr genau sagen. Nicht? Also ich weiß nur noch, dass einer noch stand, den hat Seidler dann noch mit der Pistole erschossen, noch einen Gnadenschuss gegeben, also so viel habe ich nur gesehen. Ja. Wurden diese Häftlinge, die erschossen wurden, an einen Pfahl gebunden? Nein, sie standen so. Sie standen so, wurden ihnen die Augen verbunden? Nein, die standen so frei, standen die da. Wie viele Häftlinge waren das ungefähr? Das kann ich nicht sagen. Also sie haben sogar noch geschrien, Hochlebe Polen, also das weiß ich noch. Waren es 10 oder weniger? Oh, das können mehr gewesen sein. Das können mehr gewesen sein. Und hat ein SS-Führer oder Unterführer das Kommando gegeben zum Schießen? Das kann ich auch nicht mehr sagen. Das können Sie nicht mehr Nein. sagen. Gut, danke, ich habe keine Fragen. Herr Zeuge, war dieses Ereignis mit Herrn Boger Vormittag oder Nachmittag? Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Wer hat Ihnen mitgeteilt, dass dieser polnische Häftling gestorben ist? Im Lager, der Arzt, waren ja polnische Ärzte und auch der Lagerälteste. Können Sie sich an den polnischen Arzt erinnern, der Ihnen das mitgeteilt hat? Die Namen habe ich gewusst, aber heute weiß ich es nicht mehr. Dann, Sie sagten vorhin auf die Frage des Herrn Staatsanwaltes,
dass also diesen Fall Sie deswegen so genau in Erinnerung haben, weil ein Mann aus Ihrem Kommando war. Wissen Sie den Vornamen? Micha haben wir genannt. Micha haben Sie genannt. Jawohl. Danke, keine weitere Frage. Bitte schön, Eisner. Herr Zeuge, Sie sagten vorhin, dass der Lagerführer Hofmann oft und sehr geprügelt hat. Wissen Sie das vom Hörensagen oder haben Sie das selbst gesehen? Hofmann. Sie wurden vorhin gefragt, ob Sie Hofmann kennen. Sie sagten ja, Lagerführer, Obersturmführer Hofmann. Er prügelte oft und sehr, haben Sie wörtlich gesagt, nicht also, mehr. Vom Hofmann wissen Sie es vom Hörensagen oder haben Sie das selbst beobachtet? Beim Hofmann habe ich es nicht gesehen, aber von Seidler, weil da habe ich viel gesehen. Nein, wir sprachen eben jetzt von Hofmann. Jetzt von Hofmann, ja, da kann ich es nicht genau sagen. Danke. Sonst noch eine Frage? Haben die Angeklagten eine Erklärung abzugeben? Bitte schön. Erinnern Sie sich noch sehr genau an die eingehende Durchsuchung, die bereitstellten damals. Es war aber nicht, wie der Zeuge sagt, aus Anlass eines Lebensmitteldiebstahls oder Fleischdiebstahls. Ich habe niemals in meiner ganzen Tätigkeit einen solchen Lappalien, und das waren Lebensmitteldiebstähle, im Laufe und dann sind Ermittlungen durchgeführt. Und es handelt sich in diesem Falle um eine Widerstandsangelegenheit. Dort wurde eine Festnahme durchgeführt. Wer die SS-Angehörigen waren, die mich damals begleitet haben, weiß ich nicht. Es wurde auch eine Festnahme durchgeführt und ich vermute, dass dann der Fall eben wahrscheinlich nachher auch zur Exekution geführt hat. Ich erinnere mich an den Namen nicht mehr und dass eben die Exekution und in dieser Weise hier vorgetragen wurde, zu Tod geschlagen wurde von mir, niemals einer, insbesondere nicht in der Form, kann man nicht vorstellen, wenn man einen also Menschen in dieser Weise ja. Also zunächst einmal, ist der Angeklagte Boger allein da gewesen oder waren da noch andere SS-Leute mitgekommen? Nein, ich sagte vorhin schon zwei oder drei. Zwei oder drei waren dabei. Und sind noch andere Leute damals verhaftet worden? Nein, niemand. Mitgenommen worden? Nein. Überhaupt keiner mitgenommen Nein, worden? Nichts. Das war der Einzige, der dort auf diese Art und Weise zusammengeschlagen wurde. Jawohl. Hinfiel, Sie haben ihn noch ins Revier gebracht Jawohl. Und dort ist er dann gestorben. Jawohl. Das ist von einer Exekution ist gar kein Rede, Herr Vogel. Ja, dass die Exekution natürlich nicht in diesem Zusammenhang unmittelbar durchgeführt wurde, das ist ganz klar. Es wurde eine Festnahme durchgeführt, der wurde mitgenommen, das Abteilung wurde vernommen, in den Bunker eingeliefert und im weiteren Verlauf kam es dann zur Exekution. Ja, Sie hören doch. Sie hören doch, dass er sagt, es ist gar niemand mitgenommen worden. Bitte, ich kann nichts anderes sagen, als was ich mich heute noch erinnern kann. Ja. Ja, und was ist denn mit dem? In den Werkstätten, die war einmalig, die führen noch ganz gut in Erinnerung. Und was ist denn mit dem Mann und der hier da von Ihnen angeblich zusammengeschlagen worden sein soll? Ich bin zusammengeschlagen worden, von mir auf jeden Fall nicht. Ja. Andere, die Werkstätten waren rot, die führen sich vielleicht nicht weit. Also das zwei Papieren durchsucht haben, das ist anders, was gemacht hat, mir jedenfalls nicht so ausgekommen. Also der Zeuge hat es persönlich gesehen. Das irre sich. Ich irre mich nicht, ich kann es unter Eid sagen. Ich habe ihn nicht totgeschlagen. Nein, aber... Außerdem spricht der Zeuge doch, was so auch sehr charakteristisch ist, er spricht von einer besonderen Art, mit der Sie die Leute zusammengeschlagen hätten, zwar nicht mit der Faust, sondern mit dem Ellbogen. Das ist etwas Neues, was ich bisher noch nicht gehört habe. Ja, ich weiß, vielleicht haben Sie eine besondere Stelle gehabt, die besonders hier empfindlich war. Bitte? Ich meine, das ist ja keine Kunst. Es war ja bekannt. Es war bekannt, sagt der Zeuge sogar. Kann man nach 20 Jahren gut sagen. Also es war zum Beispiel hier einer der Angeklagten, dem wurde einmal vorgeworfen, er hätte einen besonderen Schlag gehabt mit der flachen Hand, mit der er mit einem Schlag die Leute totgeschlagen hätte. Und da hätte er sich noch damit gebrüstet, das hätte er den Leuten noch gezeigt. Ich meine, vielleicht hat der eine oder der andere diese Eigentümlichkeit gehabt. Er sagt, sie hätten jedenfalls die Eigentümlichkeit gehabt, die Leute mit dem Ellbogen totzuschlagen. Mir ist das eine oder das andere nicht bekannt. Nicht bekannt. Ich habe von mir berichtet. Ja. Ist sonst noch ein Vorhalt zu machen? Nein? Sie bleiben bei dem, was Sie gesagt haben. Jawohl. Können Sie das mit gutem Gewissen beschwören? Jawohl, das kann ich. Haben Sie noch etwas hinzuzufügen oder sich zu verbessern? Nein. Nein? Dann müssen Sie das, was Sie gesagt haben, beschweren.